Willkommen zurück. In diesem Video werden wir nochmal die Einstellungen und die Optionen vom Benutzerprofil besprechen. Ich komme aufs Profil, wenn ich auf meiner Pinnwand oder egal wo ich bin, wenn ich angemeldet bin, hier oben auf dieses Symbol gehe. Dort steht mein Name, welchen Status ich habe und dann habe ich hier den Punkt Einstellungen. So, ich habe das Profilbild, ich habe hier meine persönlichen Daten, ich könnte hier mein Kennwort ändern. Wenn ich Daten hiervon ändern möchte, kann ich das über den Punkt Änderung mitteilen machen. Dann werden das auch Flächen, wo ich reinschreiben kann und kann das reintippen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt möchte, dass ich meine Unterlagen postalisch erhalte, gehe ich hier oben einmal auf die Daten ändern und dann wähle ich hier aus, meine bevorzugte Kontaktpräferenz ist per Brief. So. Änderung mitteilen, ist umgestellt. Möchte ich jetzt wiederum wieder alles online kriegen? Änderung mitteilen, Präferenz auf online umstellen, ist umgestellt. So entscheidet sich das, ob ich die Unterlagen digital erhalte oder klassisch per Post. Ich kann hier Mitbewohner eintragen. Für uns ist immer sehr wertvoll, wenn wir dringende Anliegen haben, jemanden zu erreichen. Und man kann mit den Mitbewohnern auch in dem Bereich Community sich vernetzen und mit den Bewohnern halt austauschen. Wie gesagt, Community ist sowas wie so eine Pinnwand, schwarzes Brett, nur halt digital. Einheiten, hier sehe ich, für welche Einheiten ich hier registriert bin. Sollte ich Eigentümer oder Mieter oder Bewohner von mehreren Einheiten sein, könnte ich die hinzufügen. Dann habe ich alles quasi mit einer Anmeldung, alle Dokumente, Dateien, Mitteilungen und auch Vorgänge über einen Account verknüpft. Und in Sprache kann ich halt einstellen, auf welcher Sprache ich das Portal bedienen möchte. Ich kann das Zeichenformat ändern und Zeitzone vor allem, sollte ich mich zum Beispiel in Amerika befinden, dass ich dementsprechend die Zeiten dort in der richtigen Zeitzone habe. Ich kann hier links oben mal mein Kennwort ändern. Das muss ich jetzt einmal das aktuelle eingeben, einmal das neue eingeben, nochmal bestätigen. Genau wie bei der Registrierung. Ich muss darauf achten, dass ich hier alle Punkte erfülle. Und wenn alle Häkchen grün sind, dann kann ich auch hier draufklicken. Momentan geht es nicht. Ist aber ziemlich selbsterklärend. Benachrichtigungen. Ich kann hier einstellen, wofür ich benachrichtigt werden möchte. Grundsätzlich kriegen Sie erstmal für jede Neuigkeit eine Nachricht, das ist die Standardeinstellung. Sollten Sie das nicht wünschen, kann man das einfach sagen, indem man hier Sachen zum Beispiel ausklickt. Man kann auch die Geschwindigkeit auswählen, ob ich zum Beispiel bei der Community sofort eine Benachrichtigung haben möchte. Oder täglich eine Zusammenfassung, wöchentliche oder auch nie. Ich mache mal kurz hier abbrechen. Und dann habe ich hier unten noch ein bisschen versteckt den Bereich, wenn neue Dokumente hochgeladen werden. Wann möchte ich da benachrichtigt werden? Auch hier kann ich wieder sagen, ändern. Ich kann sagen, täglich, also eine Sammel-E-Mail, wenn neue Dokumente da sind, oder auch nie. So. Der Bereich Nutzerverwaltung. Hier sehe ich meinen Nutzer, wann wurde ich registriert. Ich könnte den hier löschen. Ich kann aber auch hier oben noch einen weiteren Nutzer einladen. Zum Beispiel Mitbewohner, Ehefrau, Ehemann oder ähnliches. Privatsphäre. Hier habe ich über den Bereich, wo ich das Konto löschen kann. Ganz wichtig ist, wie es hier auch steht, das ist nicht rückgängig zu machen. Das heißt, alles, was Sie hier löschen, wird auch komplett gelöscht. Ihre Zugriffe, Dokumente, Beiträge, alles, was Sie bisher da drin hatten, ist dann weg. Und wir hatten ja am Anfang schon mal das Community-Profil. Ganz oben kam ja dieses, was man ausfüllen kann. Das kann ich hier nochmal ergänzen, ausfüllen oder vielleicht auch ja, verändern. Ich kann hier einmal über mich was schreiben. Ich kann hier schreiben, was ich tue, was meine Hobbys sind oder zum Beispiel, meine Tochter hilft gerne beim Gassigehen von Hunden oder was auch immer. Und ich kann halt zum Beispiel auch die Punkte, die wir am Anfang auch hatten, sagen, ich kann zum Beispiel Folgendes verleihen, ich kann behilflich sein bei das und das und das. Oder auch, wenn ich es nicht möchte, kann ich auch sagen, ich möchte gar nicht sichtbar sein in der Community. Das heißt, sollte ich das nicht wünschen, dass ich da gesehen werde, kann ich auch sagen, ich möchte verborgen sein. Das sind alle Optionen, die man noch im Profil machen kann.
Ganz wichtig ist dabei zu wissen, die Benachrichtigungshäufigkeit kann man einstellen, wie oft ich halt eine E-Mail kriege. Und ich kann hierüber einstellen, ob ich Dokumente online oder offline erhalten werden möchte.